Hallo meine Lieben, ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Hoffe, ihr seid alle gesund und Corona-frei. Ja, es ist nicht zum Lachen, aber trotzdem. Mir geht's ein wenig besser. Die Schmerzen sind zu ertragen, sage ich mal. Ich hatte jetzt eine Nachuntersuchung bei meinem Frauenarzt. Der ist sehr zufrieden mit mir. Und habe ich gesagt, wenn er zufrieden ist, bin ich auch zufrieden. Ja, und ja, Schmerzen habe ich trotzdem noch und der Arm halt, der wird halt, ist schon ein bisschen besser. Und deswegen konnte ich jetzt auch mal wieder was basteln, das ich euch heute zeigen möchte. Und ja, nee, dass ich mit euch zusammen heute anschauen möchte. So, mal so gesagt. Ich habe ein kleines Mini-Album gebastelt. Die Datei ist aus einer Gruppe in Facebook. Und das habe ich mir gestern geschnitten. Dann habe ich die Designerpapiere dazu ausgesucht und habe die dann mit aufgeklebt. So, dann habe ich hier so zwei kleine Charms dran gemacht, so einen Totenkopf und einen kleinen Kürbiskopf. Ja, die Designerpapiere, die hatte ich schon lange hier liegen und dann habe ich gedacht, die benutze ich jetzt für das kleine Mini-Album. Und das ist wirklich nur ein kleines Mini-Album. Ich finde es so knuffig. Da habe ich dann wieder was eingeklebt, dass man so kleine Tags oder Bilder reinmachen kann. Das kann sich ja jeder selber dann machen. Das gebe ich zum Tausch frei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich doch mal einer meldet, der gerne mit mir tauschen möchte. Ich habe jetzt schon so viel Sachen eingestellt und keiner, sag ich mal, traut sich, mal zu sagen, hier. Ich möchte mal mit dir tauschen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Das macht mich sehr traurig, weil ich sitze hier, ich bastel, spastel stundenlang, mach irgendwas. Ich bastel das ja nicht nur alleine für mich. Ich bastel das auch für euch, weil mir das Freude macht, euch das zu zeigen. Und ich denke, wow, jetzt tut vielleicht mal einer mit dir basteln. Aber nichts, die 20 Texte, die ich da letztens hochgeladen hatte, da hatte ich auch einen Aufruf gemacht und auch auf Insta und Facebook habe ich Aufruf gemacht. Da auf Facebook haben sich, glaube ich, 4 Stück gemeldet, die mit mir tauschen möchten. Einen Tausch habe ich schon bekommen, den werde ich später auf Insta hochladen und die anderen. Da muss ich noch warten, bis die ihr Tauschpäckchen fertig gemacht haben. Aber das ist ja alles kein Problem. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn sich auch mal auf YouTube wieder einer melden würde und möchte gern mit mir tauschen. Weil wenn ich so andere auf anderen Kanälen schaue, wenn da jemand was hochlädt zum Tauschen, denen wird es aus den Händen gerissen. Ich kann es nicht verstehen, woran es liegt. Könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht gefällt euch das ja auch nicht, was ich bastel. Aber wenn ich die Kommentare alle lese, steht immer schön drin, dass es sehr schön ist und mega aussieht und wow. Und ja, aber warum möchte keiner mit mir tauschen? Das möchte ich doch mal gerne wissen. Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Ja, ansonsten lohnt sich das für mich nicht, weiter diesen Kanal aufrecht zu erhalten, weil für mich alleine brauche ich nicht so viel zu basteln. Das möchte ich jetzt doch endlich mal loswerden. Das liegt die ganze Zeit schon auf meinem Herzen. Und ja, das macht mich sehr traurig. Ich bin sehr enttäuscht darüber. Und bitte schreibt es mir in die Kommentare.
Warum, wieso, weshalb? Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum keiner mit mir tauschen möchte. Gefallen euch die Sachen nicht? Oder was ist es für ein Grund? Ja, ich weiß es nicht. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwas basteln kann für euch, kann die Videos hochladen und würde mich auch darüber freuen, wenn sich mal einer gemeldet hätte. Aber nein, es meldet sich niemand. Das macht mich sehr traurig. Ja, jetzt haben wir genug darüber gesprochen. Jetzt möchte ich hier weiter mit dem Album weitermachen. Dann haben wir hier diese Seiten. Dann kann man diese Seiten hier so aufmachen. So, dann ist da so ein Buch drin. Ja, man kann es auch so sehen, oder? Man kann es auch so aufmachen. Ja, das macht man dann wieder so zu. Ja. Es ist wirklich nur ein kleines Mini-Album. Dann habe ich hier wieder sowas gemacht, wo man Text reinmachen kann. Ja, dann ist hier noch ein Tag drin, das kann man rausholen. Hatte ich das hier mit dem Briefkuvert, hatte ich schon gesagt, ne? Ja, da kommt dann noch was rein. Da habe ich noch nichts reingemacht. Das ist noch leer. Kommt dann noch was rein. Ja, dann haben wir dann diese. Dann habe ich hier noch mal was für Text rein gemacht. Ja, so ein kleines Album werde ich jetzt irgendwann noch mal basteln, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das werde ich dann in einem anderen Stil basteln. Dann kann man hier dieses kann man aufklappen. Hat man dann so drei Seiten. Hier kann man auch was reinmachen. Das ist auch so. Ich habe jetzt nichts gerade hier. Ja, hier so kann man da was so reinstecken. Ja. Und so machen. Ja, und dann haben wir hier die letzte Seite. Ja, das ist das kleine Album. Ja, also wie gesagt, meldet euch, wenn ihr gerne mit mir tauschen möchtet. Würde ich mich sehr freuen. Aber ich muss auch dazu sagen, es muss schon auch einer sein, der schon längere Zeit bastelt, mit dem ich gern tauschen möchte. Möchte ich dann aber auch gerne mal was sehen, was er gebastelt hat, weil ich habe auch schon andere Sachen erlebt mit Tauschen, aber da möchte ich mich jetzt nicht weiter drauf einlassen. Ja, meine Lieben, dann sage ich, wünsche ich euch noch allen eine schöne restliche Woche. Bleibt mir alle gesund und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss!